So, da, das sind wir wieder. Euer Lord Kalf ist Anek an Bord und willkommen beim neuen Hashtag angespielt, und zwar mit Soulworker, einem MMO, was wohl angeblich seinesgleichen suchen soll, mit dem Anime-Style. Ich bin sehr gespannt, was uns dieses Spiel bieten kann, denn jeder weiß, not a Nasser Japanese MMO ist immer wieder an der Tagesordnung, und wir erstellen mal unseren Charakter. Bevor ich loslege, es gibt zwei Klassen, die man nicht freischalten kann. Zumindest bisher. Das liegt an dem Publisher, der da einer ist, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, der das Spiel leider Gottes sehr beeinflusst, denn das japanische Spiel bietet alle sechs Klassen an. Und das ohne irgendwelche Extrakosten. Also, ich spiele das Spiel hier nur in diesem Englischen, weil, ja, man erkennt dadurch mehr. Japanisch ist es etwas einfacher gestaltet und, wie gesagt, nicht so teuer, nicht ganz so schwierig. Aber dennoch, fangen wir mit der Erstellung der Charaktere an. Ihr seht, wir haben hier die Wahl aus sehr interessanten Charakteren. Ich bin natürlich der Schwertfetischist. Hier gibt es noch Pistolen, die Sense und die Elektrogitarre. Also reizen würden mich alle vier. Aber wie gesagt, ich mag das Schwert. Falls die Musik übrigens zu laut sein sollte, ich konnte sie bisher noch nicht einstellen. Und ja, was haben wir hier? Sozial, Kampf und die Skills. Ja, Steuerung ist relativ einfach, kämpft mit dem Seelenschwert, bietet einem einfach zu handhaben, Stil, viel Sicherheit, Beschreibung. Am glücklichsten Tag ihres Lebens bricht die große Leere über Haruhi hinein und begräbt ihre Familie fassungslos. Schwört sie Rache und entfesselt so ihre Soul Force. Haruhi schwingt ihr Schwert mit einer brennenden Mischung aus Schuld und Sühne. Nur denn, spielen wir Haruhi ist ja. Blond mag ich auf jeden Fall. Schaut auch ganz niedlich aus, die Kleine. Schau mal die Vorschau hier, die Schuluniform. Ist wirkt mir zu hell? Nein, wir sind kein Hipster. Also bleiben wir bei der Schule. Blau, grün und rot. Schaut alles ziemlich nice aus, ich bin aber blau. Schauen wir uns mal die Stimmen an, oder hören wir uns die besser an. Okay. Es gibt ABCD Stimmen. Nimm mal A. Nochmal. Okay. Also blond finde ich schon mal gut. Augen. Blau. Blau fände ich eigentlich ziemlich nice. Skin, ja. Ja, kann man so lassen, würde ich sagen. Hier gibt es sogar noch ein Standard-Outfit. Also ich finde ja das klassische Schuloutfit eigentlich ganz cool. So, wo kann man den Charakternamen eingeben? Da. Klassischerweise würde ich bei ihr bleiben. Historisch gewachsen ist der Name aus
Am Record of Lotus war, falls jemand den Anime kennt. Ich finde ihn sehr genial. Und ja, also die Haare kann man auch noch ändern, sehe ich gerade. Ich würde mal sagen, schauen wir uns nochmal die Frisis an. Gewellt und kurz. Okay, es gibt nur kurze Frisuren. Da würde ich sagen, bleiben bei natürlichem Kurz. Und wir gehen, denke ich, ins Spiel. Mal schaut die lieber aus. Mit einem fetten Schwert. Bisschen abgeschnitten da unten. Und wir starten das Spiel. Bisher gefällt mir die Musik äußerst gut, muss ich sagen. Aber das haben die Japaner nun mal drauf. Trauriger Beginn. Okay, und damit nochmal herzlich willkommen bei Soulworker. Wir sind wohl in einer anderen Welt gelandet. Scheint aber alles relativ gut, bis auf diesem Strudel da oben normal auszuschauen. Gut, ist alles super zerstört, aber schon mal. Okay, der Fokke liegt nicht zentral, das ist etwas verwirrend, definitiv. Laufen können wir wie immer mit WASD. Yogi야. 가자. 지금은 방법이 없으니까. 그리고 저 아이 어디선가 본 것 같은 느낌이. Was ich schon mal sehr feier ist, dass das Spiel in Japanisch belassen wurde. Also nicht lokalisiert, nur schriftlich, heißt, ich muss nicht zwangsweise vorlesen. Außer ihr sagt, es wäre cool, dass ich vorlese. Ich würde es
gerne dabei belassen, die Untertitel einfach nur zu sehen und das Japanisch zu hören. Nun, Alioppala. Da sind wir auch schon oben. Da ist die Ver- ah, dahinter muss man weiter, okay. Quest opened. 뭐가 온다는 거죠? 준비라니 뭘? Worauf sollen wir uns denn vorbereiten? Ich tippe ja mal auf einen Testkampf. Schwarzwölfe. Gämmel? Karren, du und die Nessone. Wo ja, ich gehe. Was ist denn die Hanna, du Burgest? Ich bin schon sehr. Was so gewinnen, Kim? Ich himmel. Jungen, ich doa, ham Geldgoya. Was so sauer. 당황하는 복수의 대상을 찾아. So, wir sind Rache getrieben, was natürlich nicht so cool ist, weil wie ihr alle wisst, in Rache wird es nie zu was kommen. Und da kommt das Quest uns zu Wort. Okay, der Kampfstil ist ja sehr lässig. Es ruckelt ein klein wenig. Und ich sehe. Ah, und da unten ist XP-Balken, aber wir haben davon noch keine bekommen für die ersten Gegner. Das ist natürlich etwas lame. Und wir haben gerade jemanden gehört. Fürs Tutorial muss ich einen ganz kleinen Kritikpunkt angeben, dass man. Gut, man weiß natürlich, mit Linksklick greift man an. Aber. Dennoch, die Gegner haben einen direkt angegriffen und das ohne, dass man wusste, dass man mit Linksklick angreifen kann. Okay, jetzt die große Frage, wie kommen wir hoch? Weil hier drüben kommen wir nicht lang. Hier drüben, hat jemand gesagt. Können wir es hier zu schlagen? Ja. Okay, wir müssen wieder da. Ah, wir müssen wieder zurück, okay. Bis hier nochmal sprinten kann. Und hüpfen macht uns auch nicht schneller. Mirio. Okay. Das Spiel ist sehr fast-paced, wie man sieht. So wie man es halt von den klassischen Animes kennt. Wir haben ja anscheinend ordentlich Unterstützung. Das ist aber nett, dass sie uns beschützen kann. Sie hat aber braune Augen, das habe ich so nicht eingestellt. Schade. Schätze mal, das war mir gerade. Hm.
imposant. Das ist die kleine Maus, die uns da wohl unterstützt hat. Joginen. Und wir befinden uns anscheinend in einem Krankenhaus. Finde ich schon interessant gemacht, muss ich sagen, weil die Umgebung ist einfach mal irgendwie so, so, will nicht sagen real, aber modern gemacht und nicht so standardmäßig auf Oldschool-RPG. Gut. Ah, man hat Combo-Infos. Okay, sehr gut. Hier kann man nicht. Laufen wir einfach bis zum Ende des Flures. Das ist unsere Aufgabe. Können wir mit ihm reden? Nein, nein, können wir nicht. Wir haben echt braune Augen. Das ärgert mich eigentlich gerade. Scheinbar durch diese Schuluniformseinstellung ist das passiert. Und wir reden mal mit Himirium. Mit F geht es hier. Lilium-Raum, okay. Na sowas, bist du schon wach? Muss das schön sein, jung zu sein? Mein Name ist Himirium, wir kennen uns doch schon. Haha. Ah, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Nicht zu danken, dafür sind wir da. Außerdem haben wir vielleicht auch deinetwegen überlebt. Was soll das heißen? Das werde ich dir nach und nach erklären. Du heißt doch Haru Isio, oder? Woher weißt du das? Während du geschlafen hast, habe ich mir deinen Schülerausweis angesehen. Du musst ziemlich nervös gewesen sein, als das Foto geschossen wurde. Hehehe. Oh, ihr habt beim Foto, das man 3 Jahre lang verwendet, kann man schon einmal nervös sein. Huch, ja, damals war mir so etwas auch wichtig. Da werden Erinnerungen wach. Hahaha. Aber lassen wir den Smalltalk und kommen zur Sache. Du hast bestimmt viele Fragen. Wo bist du? Was passiert ist? Wer die hübsche Blondine ist, die gerade mit dir spricht? Ja, denn im Moment verstehe ich nur Bahnhof. Tutu! In dieses riesige Ding gesaugt zu werden, nur um in einer anderen Welt wieder ausgespuckt zu werden. Na na, wir wollen doch nicht überstürzen. Ich werde dir alles erklären. Sonst ist es so, als würdest du dir den Bauch vorschlagen. Irgendwann kommt alles wieder oben raus. Jo, alles klar. Mit Eile lässt sich nichts lösen, deswegen gehen wir es langsam an. Das begrüße ich doch. Folge mir. Kannst du laufen? Ja, wir können laufen. Folge Mirium. Dafür bekommen wir schon die ersten Belohnungen. Gut, die liebe Mirium ist jetzt nicht gerade die schnellste. Und wir... 어쨌든 소개할게. 이곳이 우리 별숨리그의 전투연구소, 스틸그레이브야. 지금부터 네가 해줄 일이 있어. 이쪽으로 와서 설명을 들어주겠어? Nun denn, ich schätze mal, gibt's hier Rüstung oder irgendwas in der Richtung. Jetzt werde ich dich einem kleinen Test unterziehen. Nun denn, wir testen deine Augenreaktion, dein körperliches Befinden. So etwas in der Art, wie eine Untersuchung vom Schularzt. Ein Gesundheitstest? Wird da etwa auch das Gewicht gemessen? Genau. Keine Angst, jene Messung verschieben wir bis auf nach deiner Diät. Danke für deine Vorsorge und damit haben wir das erste Quest abgeschlossen. Siehst du den grimmig gewordenen Mann da? Geh zu ihm und lass dir klären, wie der Test funktioniert. Er wird versuchen, dir Angst einzujagen, aber das ist nur leeres Gerede. Lass dich nicht einschüchtern, okay? Dann sprechen wir mal mit dem Benjion.
Das alles muss wirklich verwirrend für dich sein. Manchmal wirst du glauben, das alles wäre nicht echt. Als seist du noch in einem Traum gefangen. Aber es ist die Wirklichkeit, all das. Erinnerst du dich, nachdem du aus der großen Höhle gefallen warst, Durion, die Ruinen und der Wolf? Ja, es war wie ein Traum und dennoch ist es wahr. Du musst die Wahrheit so schnell wie möglich akzeptieren. Wenn du das nicht tust, wirst du sterben. Sterben? Oh, weil jetzt habe ich die Angst angejagt. Hehe. Jedenfalls werde ich dir genau später erklären. Jetzt erstmal ein Test, okay? Mach, das Weib kann reden. Bist du neu? Nun denn, da haben wir einen etwas gelangweilt, genervt reindrucken schauenden Benjion. Hallo. Das hat lange gedauert. Ich kann mir schon denken, worüber ihr gesprochen habt. Es tut mir leid, ich musste mehrmals nachfragen, weil ich nur Bahnhof verstanden habe. Kein Grund, sich zu entschuldigen, du bist gerade erst aufgewacht. Da ist es klar, dass du noch etwas verwirrt bist. Mein Name ist Benjion, ich bin zuständig für die Sternhainstation in Stahlhalla. Du hast bestimmt von Miriam schon etwas über das Sternhainkorb erfahren, aber ich führe das nochmal aus. Eine Hauptaufgabe des Sternhainkorbs ist es, Soulforce wie dich unter Kontrolle zu halten. Normalerweise prüfen wir nur die grundlegenden Daten, aber du bist ein besonderer Fall. So etwas hatten wir noch nicht. Deshalb werden wir dich erst einmal testen. Ein besonderer Fall? Stimmt etwas nicht mit mir? Soulforce verwenden normalerweise keine Waffen. Sie sind so stark, dass ihnen die eigenen Fähigkeiten ausreichen. Trotzdem scheinst du eine Waffe zu benutzen. Vor allem bist du stark genug, die anderen Soulforce zu bewältigen. Ehrlich gesagt, habe ich auch keine Ahnung, was los ist. Habe ich irgendeine große Leistung gebracht? Erinnerst du dich an den Wolf, der dich verfolgt hat? Der Wolf vorhin. Das war einer von den Malevilen. Er war so stark, dass wir nichts gegen ihn ausrichten konnten. Aber du hast ihn mit einem Schlag erledigt. Ganz allein. Wow, Wahnsinn. Hey, das ist meine Geschichte. Halt dich zurück. Das heißt, wir haben keine Ahnung, was für eine Kraft du besitzt und wie stark sie ist. Um das herauszufinden, wollen wir dich testen. Wir hoffen auf deine Kooperation. Was? Ich habe gehört, dass das ein Gesundheitstest ist. Ein Gesundheitstest? Naja, so könnte man es auch nennen. Ich sage das nur vorsichtshalber, aber mach hier ja keine Dummheiten, sonst wirst du von Andys Soulforcer-Kugeln durchlöchert. Okay, ich werde Lampfrum sein. Nicht, dass ich gedacht hätte, ein junges Ding wie du würde Ärger machen, aber dann mache ich mir auch keine Sorgen mehr. Das Testgelände ist da vorne. Wenn du es betrittst, wird dich dein eigener Operator unterstützen. Folge einfach nur den Anweisungen und du solltest keine Probleme haben und bitte gib dein Bestes. Natürlich, ich werde mein Bestes geben. Es geht vor allem darum, deine Grenzen festzustellen. Heißt das, ich kann beim Test sterben? Nein, ich sterbe nicht. Nun gehe ich schon. Dann bis gleich. Warum bist du denn so steif? Wird es dich umbringen, etwas freundlicher zu sein? Er war doch freundlich. Ich fand ihn okay. Ist gerade erst die Augen geöffnet. Dir wird hier vieles an Angst gemacht, aber ohne Hilfe wird es nur noch schlimmer. Und bevor wir gleich hier in den Test gehen, ist denn schon die Folge so fast vorbei. Deswegen, ich sage erstmal ciao und ich denke mal, die Action wird gleich losgehen in Soulworker. Bis dahin, euer Lord Kalf.